Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Thief Gold nach der letzten Mission Mörder. In der haben wir die Schlägertypen verfolgt, die uns umbringen wollten. Die haben uns zu Ramirez geführt, ihm haben wir dann seinen schönen Geldbeutel vom Gürtel geschnatzt. Wir haben uns 2000 Gold aus seinem Haus geholt und diesen komischen silbernen Schürhaken, den er hinter einer Wand versteckt hatte. Naja, alles wunderbar funktioniert, wir sind wieder abgehauen. Ein paar Leute schlafen jetzt ein bisschen länger, haben vielleicht auch morgen Kopfschmerzen, aber das soll nicht unser Problem sein. Wir stellen uns der nächsten Mission und ich erwarte, wir werden schon mit einer weiteren Videosequenz begrüßt. Lassen wir uns mal überraschen. Anfangs lebten wir als Diebe, stahlen Fleisch und Fell zum Leben. Dann kam der Erbauer, er schenkte uns den Hammer. Für uns begann ein neues Leben. Den Hammer abzulehnen hieße den Erbauer zu beschämen. Aus dem Hammeritenbuch der Glaubenssätze. Ich war gerade dabei, Lord Randall und seiner Vasensammlung einen kleinen Besuch abzustatten, als mir die Jungs von der Downwind-Diebesgilde dazwischenfunkten. Angeblich haben sie die Beute noch nicht verteilt. Im Moment streiten ihre Anführer, Dornell und Ruben, über die wertvolle Saphir-Vase. Klingt, als bräuchten sie einen Schlichter, der ihnen ihr Problem abnimmt. Leider bin ich kein Schlichter. Ihr Problem werde ich ihnen trotzdem abnehmen. Die Kerle sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie mich niemals als Dieb verdächtigen werden. Die Downwinder betreiben unter einem nahegelegenen Restaurant eine Spielhölle, das Overlord's Fancy. Das Versteck der Gilde befindet sich unter dem Casino. Ich habe eine grobe Skizze der Anlage. Im Overlord's Fancy muss ich den geheimen Eingang zum Versteck finden. Ich sollte vorsichtig sein. Die Downwinder kennen mich nur allzu gut. Wenn sie mich sehen, wissen sie sofort, dass ich die Vase geklaut habe. Vorausgesetzt, sie legen mich nicht schon deswegen um, weil ich durch ihr Versteck spaziere. Es wird nicht leicht sein, die Vase aufzustöbern. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sie versteckt ist. Das sollte aber eigentlich ein heißes Gesprächsthema unter den Downwindern sein. Vielleicht habe ich ja Glück und schnappe etwas auf. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Und da sind wir auch schon im nächsten Missionsbriefing. Spielhölle klingt ganz nach meinem Geschmack. Da könnte doch so einiges drin sein, was wir uns nochmal unter den Nagel reißen können. Unter anderem dann unser Missionsziel. Was haben wir denn hier auf Schwierigkeitsgrad Experte natürlich wieder? Dringen Sie über die Spielhölle Overlord's Fancy zu Downwind Diebesgilde vor. Stehlen Sie Lord Randalls Saphir-Vase. Die Gilde hat die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Das schreit nach Rache. Stehlen Sie mindestens 2000 Goldstücke. Strafe muss schließlich sein. Das finde ich allerdings auch. Die Jungs haben außerdem Lord Randalls wertvolles Armband gestohlen. Es bringt auf dem Schwarzmarkt gutes Geld. Das können wir auch mitnehmen. Nur Anfänger brauchen Gewalt. Töten Sie niemanden. Wenn Sie fertig sind, schleichen Sie sich aus der Gilde wieder auf die Straße. Das klingt doch mal wieder nach einem ganz klassischen Fall. Reinschleichen, zwei Sachen klauen, 2000 Gold finden und abhauen, ohne jemanden zu töten. Was sagen denn die beiden leichteren Schwierigkeitsgrade? Auf normal brauchen wir auch die Saphir-Vase, brauchen nur 1000 Gold und das war's. Auf hart brauchen wir 1500 Gold. Das Armband, ja gut, es ist alles relativ ähnlich. Warum ist denn auf hart so viel mehr Text? Egal, hart, wir spielen auf Experte. Schauen wir mal, was wir uns jetzt noch Feines kaufen können. Wir haben 30 Breitkopfpfeile, das Schwert, Prügel, Seilpfeile, Dietrich sind sehr wichtig, Wasserpfeile und Moospfeile. Wasserpfeile 7 finde ich schon mal viel zu wenig. Stecken wir doch mal ein, was geht. Heiltränke, 2 Stück. Eiletrank brauchen wir nicht. Lärmpfeil, ich will auch keinen Lärm machen. Blitz und Minen ist auch viel zu auffällig. Breitkopfpfeile brauchen wir auch nicht. Wir töten ja niemanden. Seilpfeile. Was kosten einer? 200. Ich kaufe mal noch einen. Haben wir einen dritten. Feuerpfeil. Immer einen dabei haben. Man weiß ja nie. Kann man ja mal testen. Dann haben wir nachher 27 Wasserpfeile. Na, wir können es uns ja gönnen, ne? Wir haben das Geld ja. So. Das, denke ich, ist doch schon ganz nett. Damit kann man anfangen.
Spielen wir mal rein. Und da haben wir schon den ersten Freund. Hm? Losung? Zum Teufel damit, Sutter, ich bin es. Sicherheitsvorkehrungen sind zur Abwehr von Schnüfflern und zum Schutz junger Talente unabdingbar. Möchtest du mit den Lords darüber diskutieren? Hand der Schattens, Fuß der Luft. Mensch, mach die Tür auf. Er hat die Losung noch nicht gesagt. Willst du mich zum Narren halten? Sicherheitsvorkehrungen sind zur... Und ich stehe hier und habe gehört, wie Denno dir diese verdammte Losung gesagt hat. Glaubst du, er hätte es zugelassen, wenn ich keiner von euch wäre? Oder meinst du, ich bin blöd genug, dass ich mich nicht mehr erinnern kann? Sutter, ich lasse mir viel gefallen. Wenn du mich aber für dumm verkaufen willst, fließt Blut. Und jetzt mach die Tür auf. Tja, mir wollten sie die Losung leider nicht verraten. Das heißt, die kommen da wahrscheinlich nicht rein. Aber der Vordereingang war ja noch nie meine Stärke. Ich meine, man kann ja mal gucken gehen, aber... Da gehe ich natürlich nicht rein. Schleichen wir uns erstmal hier entlang. Es ist aber ganz schön hell. Da hinten ist doch eine Tür, oder? Tatsache. Da gucken wir dann auch nochmal rein. Aber erstmal. Nichts. Erstmal den ganzen schönen Rest hier. Brauchen wir gar nicht mehr schleichen. Kommen wir da rein? Wahrscheinlich nicht. Ist wieder eine fancy Lampe da oben. Richtig mittelalterisch. So, ich glaube, das ist der Tunnelgang, der uns wieder zum Anfang bringt, oder? Jo. Gut, dann ab zur Hintertür. Leider kein Kellereingang, keine Kanalisation, keine Tunnel, nichts. Wir müssten also schon ziemlich direkt... Oh, hey. Hast du ein Problem damit, dass ich hier rumlaufe? Nö, offensichtlich nicht. Das ist gut. Aber ich denke, er hat ein Problem damit, wenn ich hier reingehe, oder? Aha. Keiner sieht es. Das ist der richtige Moment, einmal zwischenzuspeichern. Ich höre Wachen im Nebenraum. Du bleibst ja erstmal liegen. Das ist laut. Er geht da hinten rein. Ist dort jemand? Keine Bewegung, Garrett. Du musst ein Mucks und du. Die kennen mich ja alle. Warum kennt ihr mich? Warum waren auf einmal zwei? Zwei ist unfair. Komme ich hier weg, bevor er wiederkommt? Jo. Flop. Das hätten wir. Zwischenspeichern. Tretet hervor. Hier ist keiner. Da ist nichts mehr. Ist dort jemand? Nein. Geh weiter.
scheint alles ruhig zu sein. Oh, eine dunkle Ecke. Wie vortrefflich. Dann warten wir doch mal einen kleinen Moment, bis der liebe Herr nochmal wiederkommt. Frage ist, geht er da wieder durch oder geht er da lang? Da kommt er ja schon. Psst, leise. Ach, das ist oben, okay. Das ist gar nicht hier. Aber auch ihn bringen wir in Sicherheit. Tüdelü, 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 tüdelü. Keiner sieht was, keiner kriegt was mit. So, jetzt können wir uns hier noch mal ein bisschen umgucken. Toll, Nudelholz. Da ist aber ein Brot. Das ich gerade mal gegessen habe, egal. Wo ist denn der andere? Ah, eine Wildkeule. Ein Schacht. Kein Knopf, kein gar nichts. Okay. Ich meine, dass es im zweiten Teil so Essensschächte gibt, in denen man auch durch Stockwerke durchfahren kann dann. Frage ist, wo läuft der zweite lang? Geht hier rein? Dann geht er wieder raus. Garrett! Jo, so heiße ich. Du bist aber trotzdem K.O. Das war knapp, das war ganz schön knapp. Naja. Eigentlich weiß er jetzt, dass ich hier war. Er wird ja wieder aufwachen. Glücklicherweise zählt das nicht. Das fand ich ja zum Beispiel bei Hitman, Bloodman, die ziemlich geil. Kennt das jemand? Also Hitman, die Reihe, kennt man ja eigentlich wohl. Wenn nicht, holt das nach. Bloodman, die für mich einer der besten Teile. Dort war es so, dass man, wurde man gesehen in einer Mission, stieg der Bekanntheitsgrad und mehr Menschen haben einen erkannt in den nächsten Missionen. Das war ziemlich cool. Also auch dann haben die immer noch Passanten erkannt und so, weil man ein bekannter Mörder wurde. Aber eigentlich geht es in dem Spiel darum, leise das Ziel auszuschalten. Und nicht mehr und nicht weniger. Ein Schlüssel. Eine Schatulle, die nicht aufgeht. Hey. Restaurantschlüssel. Na toll, ich krieg diese... Ach. Ja, man kann es auch mal übertreiben. Na, wie? Krieg ich nie auf? Was soll das denn? So, da hatten wir alles, ne? Da war noch eine Tür. Aber die dürfte eigentlich egal sein. Jo, die ist egal. Die Tür geht nach draußen, die Tür kriegen wir nicht auf. Es wird ja mal besser hier. Das ist keine Fackel. Gut. Ach, dafür ist der Schlüssel. Dann gehen wir mal nach oben. Aber wir müssen noch nach unten, oder nicht? Lass mich raten, ich muss erst nach oben und nach unten zu kommen. Ja. Hä, ist genau das, was ich auch sagen wollte.
Dich bringe ich mal eben nach unten. Und plupp. Da darfst du weiter schlummern. So, Herrschaften. Wieder ein K.O. geschlagen, wieder einmal speichern. Zwei Breitkopfpfeile. Naja. Wozu kaufen wir es denn überhaupt? Will ich da... Oh. Das ist aber ein sehr ungünstiger Weg hier runter. Das mache ich nochmal anders. Ich möchte nämlich nicht hier Schmerzen erleiden. Das ist nämlich eine Holzdecke und ich gehe mal davon aus, es ist eine perfekte Stelle für einen Seilfall, den wir doch dann da zugleich testen werden. Jetzt schläft er richtig. Hat er irgendwas dabei gehabt? Nein. Abgeschlossen. Na dann so. Der Dietrich passt wenigstens. So, zack, das war der erste und der zweite. Tada! Sesam, öffne dich. Da ist es offen. Schläft hier keiner, ne? Plug ein Seilfall. Wie passend. Als wenn wir nicht schon welche hätten. So. Goldzwischenstand sagt uns 50. Da müssen wir noch dran arbeiten. So. Dann testen wir das. Ah, nee. Hier ist es ja. So, wo ist denn Moos Seilfall? Schwupp. Und da haben wir ein Seil. Na? Wieso geht ich da? Hallo? Jetzt kommen wir auch unbeschadet hier runter. Muss nur aufpassen, da hinten war ein Wachmann. Und keiner sieht mich mehr. Kommt er da jetzt gerade oder kommt er da nicht? Zeig dich, du Feigling. Da ist er ja. Er dreht sofort wieder um. Okay. Dann würde ich sagen. War jetzt hier einer? Sie sind so sehr damit beschäftigt, Geld zu verlieren, dass sie nicht merken, wenn ich etwas mitgehen lasse. Alles ruhig. Hä? Ich hoffe ja mal, er wird da nicht gesehen. Naja. Zur Sicherheit machen wir den hier. Sicher ist sicher. Abgeschlossen. Das wollen wir doch nochmal sehen, ob hier abgeschlossen ist. So viel dazu. Da geht's nach Günden. Das machen wir also ein etwas später. Wo ist denn unser Freund?
Oh, ich sehe, wir müssen eine Pause machen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir hier die Endcard und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich muss mal schauen. Ich gehe mal wieder ins Spiel. Das ist geilere Musik als das Gebrumme im Hintergrund. So, wir haben es geschafft, da reinzukommen. Jetzt beim nächsten Mal müssen wir nochmal sehen, wie wir da weitermachen. Ich höre schon den Typen im Vorbeilaufen hier wieder. Da ist er. Ich sehe ihn sogar gerade. Ihr seht ihn jetzt gerade nicht, aber ich würde sagen, der wird einer baldigen, plötzlichen Umnachtung erleiden. Beim nächsten Mal. Haut rein, ciao.